Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag und möchte Ihnen die schöne neue Welt innerhalb der Corona-Krise zeigen, in der ein Schneeballsystem auf einen Anlagenotstand trifft. Und das ist eine perfekte Kombination, die wir uns im Folgenden mal anschauen wollen, damit Sie verstehen, in welcher perfekten, schönen neuen Welt Sie leben und was das für Ihre wunderbare, noch perfektere und noch schönere Zukunft bedeuten könnte. Fangen wir zunächst mal an, wie die Dinge eigentlich derzeit so sind. So eigentlich schon seit den 1980er Jahren ist es nämlich so, dass die Schulden schneller wachsen als die Wirtschaft. Das ist ein bisschen ungut. Aber ist ja kein Problem, denn wir haben ein neues Schneeballsystem erfunden. Und dieses Schneeballsystem, meine Damen und Herren, das sieht so aus. Grundsätzlich haben wir jetzt in der Corona-Krise eine strukturelle Arbeitslosigkeit. Strukturell insofern, als sozusagen mehr oder weniger konjunkturabhängig viele Millionen Jobs wegfallen werden. Was wollen wir tun? Wir müssen diese Menschen ernähren, sonst haben diese Menschen ein Problem und werden möglicherweise obdachlos, wie wir das schon in der Weltwirtschaftskrise gesehen haben. Also machen wir doch lieber Folgendes, wir verschleppen Insolvenzen, wir füttern Zombiefirmen durch, damit die Mitarbeiter und Angestellten dieser Zombiefirmen nicht letztendlich auf der Straße landen, denn das können wir uns nicht leisten, das hatten wir schon mal in der Weltwirtschaftskrise und das darf nicht passieren, meine Damen und Herren. Deswegen haben wir Mutter Teresa und Vater Staat eingeschaltet, die Ihnen bei diesem kleinen Problemchen helfen, damit es nicht zu solchen unschönen Bildern kommt, wo Menschen auf der Straße sind, wütend sind, ihre Kinder nicht ernähren können, hässliche Bilder entstehen. Das wollen wir in dieser wunderbar medialen Welt aber nicht sehen. Deswegen wollen wir uns mal anschauen, was man jetzt dagegen tut. Wir brauchen also neue Kredite, damit diese unschönen Bilder nicht entstehen, meine Damen und Herren. Und daher müssen wir ein bisschen neues Geld drucken. Das ist ja gar kein Problem. Wir können es ja einfach drucken. Und wir haben nämlich das Problem, dass wir natürlich Renditen erzielen müssen und Renten finanzieren müssen für diejenigen, die vorher gearbeitet haben. Jetzt ist es aber so, dass natürlich hier eigentlich, wenn wir Geld drucken müssen, neue Schulden machen. Wenn wir neue Schulden machen, wäre es aber schlecht, wenn diese Schulden zu teuer sind, wenn also die Zinsen zu hoch sind. Also müssen wir die Zinsen abschaffen, sonst sind diese neuen Schulden nicht mehr finanzierbar, sonst ist das alles viel zu teuer. Aber das ist ja gar kein Problem. Wir schaffen eigentlich nur die Zinsen ab, womit wir die Sparer enteignen. Aber das ist eher ein ungewünschter Nebeneffekt einer finanziellen Repression, indem wir sozusagen das System am Leben halten, das sonst aus der Kurve fliegen würde, müssen wir bestimmte Dinge tun, müssen wir bestimmte Kapitalströme in bestimmte Märkte lenken. Dazu wird früher oder später im Rahmen der finanziellen Repression auch die Abschaffung des Bargelds gehören, meine Damen und Herren. Aber das ist auch ein kleiner Nebeneffekt. Jetzt der entscheidende Effekt ist der Anlagenotstand, denn wir haben eine ganze Industrie, Kapitalsammelstellen, die haben Anlagenotstand. Nachdem die Zinsen abgeschafft wurden, müssen die irgendwie Renditen erwirtschaften. Was also tun? Man könnte doch Folgendes machen, man muss ja Renten und Renditen erwirtschaften, jetzt gibt es aber keine Renditen mehr eigentlich, also kaufen wir doch die Schulden, die die Staaten und die Notenbanken finanzieren, damit die Menschen nicht auf der Straße stehen und obdachlos werden. Und das Geniale jetzt ist, wir verschieben die Zahlungsversprechen einfach in die immer weitere Zukunft. Dann müssen wir nämlich die Schulden nicht sofort bedienen, sondern wir können sagen, ich habe ja alte Schulden, ich nehme neue Schulden auf, um die alten Schulden zu finanzieren und verschiebe die Zahlungsversprechen in die unbekannte, letztendlich infinite Zukunft und alle kriegen irgendwann irgendwie immer ihr Geld. Das ist doch hübsch, das ist eine schöne neue Welt. Und das noch Bessere daran ist, dass die Notenbanken diese Zahlungsversprechen garantieren. Das heißt, die Staaten und Notenbanken machen Schulden, die Banken und Pensionskassen kaufen diese Schulden und die Staaten und die Notenbanken wiederum garantieren diese Pensionskassen und die Banken. Wunderbares System, geht ja eigentlich nicht besser, ist in sich rund und sehr schön geschlossen. Dementsprechend haben wir es vielleicht mit einem Schneeballsystem zu tun, nicht, dass qua Definition nicht darauf basiert, dass immer mehr Teilnehmer kommen innerhalb eines Systems, das ansonsten sozusagen in sich kollabieren würde, sondern indem wir einfach die Liquidität erhöhen und immer neue Liquidität schaffen, die durch immer die alten Player letztendlich gekauft wird. Aber es ist und bleibt ein wunderbares Schneeballsystem, das dann zu einer Assetpreisinflation führt, mithin also zur Inflation der Vermögenspreise, zum Beispiel Immobilien, zum Beispiel Aktien. Und genau das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Aber irgendwann müssen wir diese Defizite auch finanzieren und dann müssen wir die Steuern anheben. Irgendwer muss das bezahlen. Und es sind vermutlich unsere Kinder. Schulden müssen bezahlt werden, weil wenn sie nicht bezahlt werden, meine Damen und Herren, dann haben wir ein Glaubwürdigkeitsproblem auf der einen Seite. Wenn wir aber Schulden bezahlen müssen, dann fehlt uns das Geld in der Gegenwart, das wir dann wiederum aber eigentlich jetzt ja drucken können, um uns in der Gegenwart weiter zu verschulden, weil wir wollen ja die Probleme und unsere Wohlstandsillusion eigentlich doch aufrechterhalten, oder? Dann machen wir doch Folgendes. Was ist eigentlich noch nicht so teuer? Eigentlich sind wir doch in einer Asset-Blase.
soweit wir blicken. Das Einzige, was nicht so teuer ist, sind, wenn man drüber nachdenkt, Rohstoffe. Und das sehen wir auch hier in einem Chart, wenn wir mal sehen, wie sich Rohstoffe im Vergleich zu dem S&P 500 verhalten, dann sehen wir, wir sind in der derzeitigen Allesblase, die Alles-Schuldenblase, Wohlstandsillusionsblase. Und da sind Rohstoffe so günstig im Vergleich zu Assets wie Aktien, wie eigentlich noch nie. Machen Sie das Beste draus. Ich wünsche das Allerbeste. Tschüss.